Schweiß, Schweißer, Riverboat Backstage. Heute zum Thema Berufe. Was unsere Stars eigentlich werden wollten. Ja, hallo. Was wollte eigentlich René Kindermann werden? Ich wollte Pilot werden früher. Hat aber nicht geklappt. Naja, hat nicht geklappt, weil damals gab es noch eine Größenbeschränkung bei der Lufthansa und die sagte 1,91 Meter und ich bin 1,93 Meter. Daraufhin wissen Sie jetzt auch, dass Luisa wirklich eine große, attraktive Frau ist. 1,93 Meter, deswegen bin ich da rausgefallen und ich habe mich dann glücklicherweise für einen Beruf entschieden, der mich auch in Flugzeuge gebracht hat. Ich sitze aber ein bisschen weiter hinten. So, aber sowas wie Arzt oder sowas, nee, wolltest du nicht werden? Kann kein Blut sehen. Nee. Ich habe traumatische Erlebnisse mit Spritzen, mit Krankenhäusern. Also Arzt wäre, nee. Und der aktuelle Beruf, bereust du es irgendwie oder ist es jeden Tag? Nee, ist wirklich jeden Tag was Tolles. Ich hab mal irgendwann zu mir gesagt, wenn du irgendwann früh aufstehst und keine Lust mehr hast, auf Arbeit zu gehen, machst du was anderes. Okay, ich habe noch eine Alternative für dich. Malern, geh mal in deine Garderobe und malern. Malern kann ich übrigens in der Tat wirklich. Ich habe schon ganze Wohnungen angemalert. Und das ist eigentlich eine ganz, ganz lustige Geschichte. Vor allem kann man sich schön vollspritzen gegenseitig. Was wolltest du eigentlich werden früher? Also bevor du bei YouTube ein Star geworden bist. Schweißerin? Nein. Wirklich? Kommt Ihnen dieses Geräusch bekannt vor, Herr Eggert? Ja, ich habe das geliebt. Ich war mal Fahrdienstleiter in einem früheren Leben auf dem Grenzbahnhof in Warnemünde. Und ich liebe Dampfloks. Ich wohne im Zittauer Gebirge. Da gibt es die Kleinbahn. Ich hatte jetzt Freunde aus Amerika da, die sind da mitgefahren. Und die Kinder haben gedacht, die sind im Disneyland. Haben sich gewundert, wie groß das Disneyland ist, weil es einfach so schön ist. Und wenn ich manchmal am Wochenende Zeit hatte, da war ich 17, dann bin ich mit einem Freund, der Heizer war, mit auf den Güterwagen geklettert und bin auf der Lok dann mit nach Leipzig gefahren. Das hat dann auch 8 Stunden gedauert und so, ist halt ein Güterzug gewesen. Und abends habe ich dann hinten im Bremserhäuschen beim Güterwagen gesessen, habe gesehen, wie der Mond scheint. Es war eine tolle Sommernacht. Ich war 17 und das Tuckern der Lok war einfach toll. So, du siehst, es geht ums Thema Berufe. Was wolltest du denn als Kind werden? Ui, als Kind, also was ich ganz weiß, wahrscheinlich Lokführer, aber dann so ein bisschen später Journalist. Und das hat ja nicht geklappt, sondern du bist jetzt was anderes. Du bist Schauspieler. Ist ja kein richtiger Beruf. Ja, eben. Ja. Macht man ja so nebenbei. Ja, da haben das sagen bestimmt auch deine Eltern, oder? Nö, die sind eigentlich ganz zufrieden, so wie es was so draus geworden ist, ja. Okay. Hast du sonst irgendeine Begabung? Kannst du zum Beispiel kochen? Also wenn es jetzt mit der Karriere nicht so, ne, dann musst du dir eine Alternative haben. Dann wird es schwierig. Also malern habe ich zwar schon meine eigene Wohnung, muss ich dann aber mehrmals machen, weil es ein bisschen aussah wie die Sau. Also das würde ich jetzt ungern beruflich machen. Außerdem kriegt man ja da, es ist man nur mit einem Arm immer so zugange, da kriegt man leicht irgendwie Muskelkater. Ist auch nicht so meins. In der lustigen Fragerunde, was wolltest du früher mal werden, Kim? Model. Hat geklappt, oder? Ja, dafür hätte ich jetzt, glaube ich, 85 Kilo weniger wiegen müssen und vor allem 85 Stunden am Stück in diesen Schuhen laufen können müssen. Du hast ja aber auch sonst immer schöne Schuhe an. Kannst du also die Schuhe zumindest schon mal in deinem jetzigen Beruf... Ja, was machst du denn da jetzt hier alles? Naja, ich möchte heute rausfinden, was die Prominenten eigentlich werden wollten. Das war eine schöne Idee. Hm? Und vielleicht Arzt, was für dich? Nee, also weder das noch, nee. Ich wollte immer das werden. Ist das nicht fantastisch verhext, oder? Ich weiß nicht. Mit einer Beißzange, mit einem Schraubenzieher, da fällt mir nur ein, es gibt immer wieder Menschen, die sich fragen, was eigentlich die häufigste Waffe ist, die verwendet wird. Stichwaffe, ja. Das ist eigentlich der Schraubenzieher, das wissen die wenigsten. Wollten Sie mal was anderes werden? Als kleiner Bub Tierarzt, ja. Aber dann bin ich zur Polizei gegangen und dann habe ich mir gedacht, man kann als Polizist zwar immer agieren, wenn irgendwo etwas passiert, aber für mich war die Frage des Warums auch vorrangig. Und deswegen bin ich auf die Universität gelaufen, habe ein bisschen studiert und habe versucht herauszufinden, warum Leute destruktive Handlungen machen. Und das habe ich durchgezogen. Darf ich euer Muschmutzel sein? Ja, das müsst ihr sagen. Bin ich ja schon. Du bist ja schon. Wolltest du immer das Moosmutzel werden? Kann ich nicht so genau sagen, aber als ich es wurde, fand ich es ganz toll und ich will auch nichts mehr anderes machen.
Was wollte denn Dominique mal werden früher? Ein Wurzelfräulein, ich weiß es nicht. Ich wollte Blumenfrau werden. Ich wollte mit Blumen arbeiten, weil ich Natur immer so toll fand und Wald und so. So, und dann kam der Papa dazwischen und dann wurde es die Musik? Ja, aber das hatte eigentlich, na, vielleicht hat es auch mit dem Papa zu tun, aber das hatte auch noch später mit der Entwicklung zu tun. Ich wollte eigentlich ursprünglich danach, nach der Blumengeschichte, Tänzerin werden. Und da hat er gesagt, Kind, du hast meinen Rücken geerbt, mit Mitte 20, Anfang 20 wird alles wehtun, mach lieber was anderes. Was wollte Marion Kracht eigentlich mal werden als Kind? Harfenistin. Oh, das ist aber interessant, wie kommt es denn dazu? Ich fand Harfenmusik so wunderbar und wollte das unbedingt lernen. Bis zu einer Harfe bin ich gekommen, die habe ich zu Hause, aber spielen habe ich nie gelernt. Ja, und dann ist es ja anders gekommen. Ist das alles gut jetzt so? Ist das der Traumberuf? Der Horrorberuf und der Traumberuf, beides gleichzeitig. Da muss ich nachhaken. Also ich würde niemanden raten, diesen Beruf heutzutage zu wählen, aber er ist der schönste, den es gibt.